Jo moin und willkommen zum zweiten Teil von dem Premium Keck Wochenende. Wir haben noch 31 Fässer zu öffnen. Die würde ich jetzt mal öffnen wollen. Gehen wir mal in den Laden und öffnen das erste Fass. Das erste Fass-Opening mit den ersten 31 Fässern lief ja eher suboptimal, würde ich es nennen. Viele Silberkarten, aber keine Goldkarte bei 31 Fässern drin gewesen. Und das geht auch weiter hier mit dem Panther, Sirene und Adrenalinrausch. Nehmen wir die Sirene mit. Ich weiß gar nicht, ob wir mit der Sirene das letzte Video geendet haben. Auf jeden Fall hatten wir bei den letzten paar Fässern eine Sirene auf jeden Fall auch genommen. Haben wir jetzt das dritte Mal. Ich weiß nicht, ob ich die 4405 Erz irgendwie auch aufbringen soll für Fässer. Ich glaube aber, das lasse ich sein. Die behalte ich. Speer, Sporen, Mondlicht. Nehmen wir den Speer mit. Ich glaube, 62 Fässer reichen auch. Ich glaube nicht, dass ich da nochmal weitere mir holen werde. Sollte. Ich denke mal, das Erz kann ich mir auch sparen. Brückentroll, Marakamael, was wir schon dreimal haben. Und Redan Elite. Nehmen wir mal den Brückentroll das zweite Mal als animiert. Daher werde ich es wahrscheinlich bei dem 62 belassen. Ist ja auch eine ordentliche Summe, sage ich mal. So, Gabelschwanz, Emissär Hexenjäger, den hatten wir beim letzten Fass-Opening schon zweimal. Nehmen wir ihn das dritte Mal mit, haben wir ihn dreimal. Dreimal fürs Monster-Konsum-Deck als Premium-Version. Und ich hoffe echt, dass wir jetzt hier mal Goldkarten ziehen, aber bisher sieht es nicht danach aus. Zwergaufwiegler, Sapeur und Belagerungsturm. Ach komm, nehmen wir den Aufwiegler mal mit. Und öffnen direkt das nächste. Ich möchte eine Goldkarte. Ich bekomme keine. Alpha-Werwolf, der Temerien-Trommler und der Doppler. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal den Doppler mit. Dann haben wir die nämlich auch das dritte Mal insgesamt. Und jetzt noch 25 Fässer. Ach ja. Na Gott sei Dank, die Krabbspinn-Drohne animiert. Und hier der Zyklop, Stemmelforts Beam und Hemek Kräuterfrau. Ich nehme jetzt einfach den Zyklopen noch mit, dann haben wir den auch das dritte Mal animiert. Drei Monsterkarten, zwei davon animiert. Zwei Premium-Versionen, ja. Eitert mich nicht unbedingt auf. Streggebohr, naja, immerhin. Eine Silberkarte, auch wenn die nicht so aus, als bei den Premium-Versionen standen. Hier wieder der Werkkater, Wachboss und armer Flankist. Nehmen wir diesmal den armen Flankist mal mit. Und öffnen das nächste. Dreimal neutral. Sapeur, Angriff, Plünderer, Standartenträger haben wir alles schon dreimal als animierte. Dann ist mir das auch relativ egal. Ich glaube, die Auswahl hatte ich auch noch nicht zwischen drei animierten und alle drei habe ich schon dreimal. Zerfetzen, Elfenfechtmeisterin und Zyklop, den wir eben genommen haben. Dann nehmen wir diesmal die Fechtmeisterin mit. Ich glaube auch viele gute Karten, so bei den ersten vier hatte ich bisher auch nicht. Zweimal Skirtell, zweimal natürlich Königreich mit Dijkstra. Hier als erste Goldkarte, aber nicht mal bei den Premium-Versionen dabei. Was bei Dijkstra mir eigentlich auch relativ egal ist, weil ich die Goldkarte habe. Jetzt das zweite Mal und die Premium-Karte habe ich auch davon. Dann haben wir hier die Flüsterin, die wir animiert haben. Sabrina Glevisik haben wir auch als Premium-Version. Dann nehmen wir Ablenkungsmanöver mit. Haben wir die auch als Premium-Version. Naja, eine Goldkarte und eine Premium-Silberkarte. Könnte man sich drüber freuen, aber naja. Habe ich halt alles schon. Ich hätte lieber hier bei den drei eine Goldkarte. Dann haben wir hier Morwut, Skyll und Beschwörungskreis. Dann nehmen wir noch Skyll mit. Den spiele ich wenigstens noch relativ häufig. Ich glaube, ich habe auch mal überlegt, ob ich mir den transmutiere. Brauche ich jetzt nicht mehr. Und wir ziehen hier einfach keine Goldkarte. Den Dompteur und das Ain haben wir schon dreimal Premium-Version. Den Markkampfverteidiger noch nicht.
nehmen wir den halt mit, auch wenn es jetzt nicht die beste Karte ist, wie ich finde. So. Streifenkommando, Vriad Vorhut und die Salbe. Ja, gut, die Salbe werde ich mal mitnehmen. Spiele ich immer in meinem Alchemie-Deck, die anderen beiden hatte ich schon dreimal, auch wenn bei der Karte nicht viel passiert. Nehmen wir die trotzdem mal mit. Ich glaube, hier bei den vier Karten ist ja echt nicht wirklich was Gutes. Werwolf, Haymake, Kräuterfrau und Streifenkommando. Ach, ich nehme jetzt einmal die Kräuterfrau mit. Die hatte jetzt schon ein paar Mal zur Auswahl, jetzt nehme ich sie endlich mal mit, vielleicht bleibt sie dann weg. Ja. Meister der Tarnung habe ich schon dreimal. Würger und Feuerwerker. Der Feuerwerker sieht eigentlich ziemlich cool aus. Nehmen wir den mit, haben wir noch das dritte Mal jetzt als Premium-Version und 15 Fässer noch zu öffnen. Es kann doch nicht sein, dass Dixra jetzt die einzige Goldkarte bleibt. Und die nicht mal als Premium-Version. Elfenfechtmeisterin, Ankret Walfänger und der Eindringling. Nehme ich diesmal den Eindringling mit. Aber den auch das dritte Mal. Und Meister der Tarnung, eben auch schon gehabt, Badröm und alter Nebling. Nehmen wir den alten Nebling mit, haben wir das zweite Mal. Die Einheit bevorzuge ich doch etwas eher als Premium-Version. Ach, Mann. Temerien Trommler, Werwolf. Tröstliche Jäger habe ich schon, nehme ich diesmal den Werwolf. Das ist echt ein bisschen deprimierend hier, was ich hier als Ausbeute habe. Auch wenn ich jetzt hier Abaya kriege, aber ja, gut. Habe ich schon. Archespore, Feuerwerke haben wir dreimal als Premium. Den Alba Panzerreiter noch gar nicht. Nehmen wir den das erste Mal mit. Ich glaube jetzt die zweiten 31 sind trotz Dijkstra, finde ich, schlechter als die ersten 31. Volt ist Stolz, Verbrennen und Aukes haben wir jetzt animiert. Volt ist Stolz finde ich eh nicht gerade stark. Nehmen wir das Verbrennen als animierte mit. Das ist immer noch schön feurig rot. Und jetzt die letzten 10 Fässer. Ja, der Kaiser Golem, Gott sei Dank, habe ich schon dreimal. Gorgo, die Mondpiratenkapitän und der Catwin Wiedergänger. Ich nehme mal den Dämon Piratenkapitän mit. Haben wir den das dritte Mal animiert. Hier in einem fast zwei animierte Karten. Mein erster 31 hatte ich drei Premium-Karten mal in einem fast. Aber ich vermisse immer noch so eine gewisse Goldkarte. Hier nimmt man Art-Tutor, nehmen wir mit. Haben wir den das auch dritte Mal animiert. Aber bisher ist da nicht viel von zu sehen, sage ich mal. Nikovaro Doktor, Necker und du hast dich Veteran. Necker oder Veteran? Stopp, ich nehme den Veteran. Fürs skellige Veteran-Deck. Kann ich den gut gebrauchen. Aber stellt mich dennoch nicht zufrieden, auch wenn wir jetzt hier die Leibwache als Premium-Version kriegen. Es spielt eh kein Schwein. Ellie Rennen haben wir schon. Prinzessin Pavetta und Eskil. Mische die schwächste Bronze oder Silberne jedes Spielers zurück in das jeweilige Deck. Naja, gut. Ich nehme mal Eskil mit. 6 Stück haben wir noch. Ja, ja. Elfenklinge, der Feldwebel und der wilde Bär. Nehmen wir mal den wilden Bären mit. Und die letzten 5. Wobei ich glaube, ich die 400 Erz noch. Davon hole ich mir noch 4 Fässer, dass wir da 4005 Erz sind. Dann haben wir hier den Schmuggler, den Verteidiger und den Doktor. Ja, den Schmuggler. Ich glaube, ich kann noch lange auf meine Goldkarte warten hier. Alpha Werwolf, Alba Panzerreiter und Schmetterfalle. Nehmen wir den Werwolf mit, dann haben wir den auch das dritte Mal als
Premium-Version. Und drei Fässer sind es jetzt noch so, die wir haben. Hier ist nichts Gutes dabei. Verdorbenes Ale, Milan und Trollolo. Trollolo haben wir schon. Verdorbene Ale würde ich glaube ich nicht nehmen. Ich nehme hier Milan, die Einheit. Einmal eine Silberkarte. Die Mondkriegsschiff, Banatu, Ton, Archivspruch, die wir schon dreimal haben. Gut, da fällt die Wahl relativ einfach auf das Kriegsschiff. So, was haben wir jetzt hier noch Schönes? Nicht wirklich was Schönes. Hafka-Schmuggler, Sklaveninfanterie und Demirin-Trommler. Nehme ich mal die Sklaveninfanterie mit als Premium-Version. Haben wir das erste Mal. Und jetzt kaufe ich hier nochmal 4 Fässer für 400 Erz. Dann haben wir 4005 Erz und haben jetzt hier 35 Fässer aufgemacht. Immerhin noch eine schöne Summe zum Abschluss. Vielleicht haben wir in den 4 Fässern noch Glück, aber ich gehe eigentlich nicht davon aus. Der Landsoldat, Hexenjäger und Sirene. Hexenjäger das dritte Mal jetzt als Premium-Version. Wieso? Viele Bronzekarten. Komm, in den 3 Fässern muss doch noch eine Goldkarte drin sein. Die Mondpiraten, Kapitän, Hauding, Speer und Mia. Ja, ein Speer mit. Wir öffnen das nächste. Och, Gott sei Dank. Vieler Wandrel. Anführer als Premium-Karte. Ja, gut, spiele ich eh nicht. Knochen, Talisman, Salbe und alter Nebling, nehmen wir die Salbe mit. Immerhin aber auch als Premium-Version. Gut, ja. Freue ich mich eigentlich trotzdem nicht gerade drüber. Aber immerhin nochmal eine Goldkarte. Beziehungsweise Anführerkarte. Und zum Abschluss hier nochmal Silberkarte mit dem Bettlerkönig, Odrin und Sigdrifa. Da nehme ich Sigdrifa mit, die spiele ich am ehesten von den dreien. Und das waren dann hier nochmal die 35 Fässer vom Premium Keck Wochenende. Ich gehe einfach mal in die Deckschmiede, beziehungsweise in die Sammlung, male mal meine Karten. 258 Stück sind's. Dafür kriege ich 2980 Scraps und 100 Meteoritenstaub. Okay. Ja gut, ich könnte jetzt Filavandril auch noch malen. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen sollte. Mir ist relativ egal. Ich glaube, die 200 Scraps sind mir im Moment sowas von egal. Ich habe über 12.000, 12.525. Da kann ich die Karte auch noch in meiner Sammlung lassen. Und ja, das soll es für den zweiten Teil vom Premium Keck Wochenende gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht hattet ihr ja mehr Glück als ich. Das hoffe ich jedenfalls für euch. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Highlights vom Keck Wochenende waren, was ihr Schönes rausbekommen habt und ja, wie viele Goldkarten ihr gezogen habt. Das wäre cool zu wissen. Ja, ich hatte bei den 3 Premium-Karten zur Auswahl keine Goldkarte. Muss man glaube ich auch erstmal hinkriegen bei 62 Fässern. Naja, immerhin 2 Goldkarten gezogen. Und ja, dann würde ich sagen, wäre es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein und ciao.